Alexander, frage die Karte, zeige mir einen Weg. Einen schönen guten Morgen am Sonntag, ihr Lieben. Ich mache heute eine Auswahlbotschaft. Heute Mittag habe ich das Orakel drin, Transformationen für den neuen Monat. Da könnt ihr auch auswählen, das sind zwei Stapel. Da kann man sich die Themen angucken, die man transformiert oder was so auf der kollektiven Ebene gerade dran ist. Ich nehme hier mal die Intuitionskarten von Martin Zoller mit dazu. Muss mal ein bisschen nach hinten graben, dass ich wieder Karten erwische, die ich nicht so in meinem Sichtfeld habe. Was hier natürlich nicht immer ganz so einfach ist. Okay. Ich hab's gleich. So. Lege ich es mal noch schöner hin und dann suchen wir aus. Ich nehme diese Seite und wir schauen. Ich sage gleich was dazu. Ich lege sie erst aus. Wir haben den Hüter des Landes mit dem Thema Schutz. Wir haben Streichen, Klären und Beseitigen. Wir haben die Freiheit, wie schön. Eine Zeitangabe, sehr bald. Wir haben das Thema Gemeinschaft, spirituelle Ahnen. Beglückende Veränderungen. Öffne dein Herz für die Liebe. Setze Grenzen. Und hier unten haben wir entweder das Kinderdasein oder ein Neubeginn oder etwas, was wir neu erschaffen wollen, was Kleines, was wir großziehen, die Eigenschaften auch, dass wir, wenn sehr bald beglückende Veränderungen kommen, hier mit so einem ganz kindlichen Gemüt dran können. Ja, hier, ne, öffne dein Herz für die Liebe und liebe dich aber selbst genug, um Anforderungen der anderen von dir zurückzuweisen. Das mag so ein bisschen Spagat sein, sich immer selber vorne anstellen oder eben sich selbst zur Priorität zu machen. Da haben sehr viele im Kinderdasein was ganz anderes mitgekriegt, nämlich, dass sie gar keine Priorität haben. Und man bügelt es dann so im Laufe des Lebens immer mehr aus oder man kommt da immer ein Stück weiter. Bei mir persönlich ist es so, dass ich aber auch immer wieder ein bisschen zurückfalle auf meinem Weg. Es wird immer eine Aufgabe von mir sein. Aber es geht schon ganz gut, würde ich mal sagen.
So, dann gucken wir nach dem Hüter des Landes. Da kriegen wir nämlich genau wieder das gesagt, was hier auch dazu passt. Wir sind gut genug, so wie wir sind, was auch immer passiert ist oder wie wir auch uns immer verhalten haben. Es geht um das Thema Wertschätzung. Es geht darum, dass wir uns nicht darum kümmern, was im Außen auf uns einstürmt, auch nicht, wie über uns geurteilt wird oder ja, was die anderen von uns erwarten. Das entspricht nämlich so gar nicht dem Thema, ich bin frei. Ne? Und hier ist es auch nötig zu handeln, die eigene Energie zu schützen. Das haben wir hier so ein bisschen mit dabei. Und wir kriegen eben gesagt, dass wir selber für unser Wohlergehen sorgen müssen, dass wir selbst verantwortlich sein müssen mit uns. Und die Botschaft ist auch, dass wir safe sind. Ne? Wir sind von dem Schutzschild umgeben, wir sind nicht alleine. Hier haben wir ja auch das Thema Gemeinschaft, Ahnen. Und natürlich sind wir auch von oben bewacht und wir können uns erlauben, in höhere Sphären zu schwingen. Hier ist auch noch mal ganz deutlich gesagt, ne, verbringe Zeit mit Menschen, die dich stärken, die die Energie anheben und die dich nicht auslutschen auf irgendeine Art und Weise. Wir haben hier streichen, klären, beseitigen. Und da geht es darum, dass die Auswirkungen von vergangenen Dingen oder auch von negativen Denken nicht mehr wirken sollen. So eine Art, wir manifestieren Besseres. Man darf ja auch mal überlegen, wie man überhaupt spricht, wie positiv, wie negativ, wie beurteilt man selbst auch. Was beurteilt man ständig oder wo hat man ständig eine Meinung dazu? Auch das manifestiert sich, ne? Wenn ich immer am Meckern bin, dann habe ich so eine Grundeinstellung, die schon positiv, negativ ist und die sich dann so über alles drüber legt. Ja, und hier wird man so ein bisschen daran erinnert, dass wir das mal überdenken. Das, was hier liegt, ist eigentlich ein sehr großer Spagat, denn ein Teil soll man sich öffnen, auch für andere Menschen und für die Gemeinschaft, für die Leute, zu denen man gehört, für die Ahnen, ne? Für Gleichgesinnte. Andererseits darf man Grenzen setzen und der Weg geht eigentlich in die persönliche Freiheit, ne? Hier darf man trotz allem auch erkennen, dass man nicht alles alleine durchwurschteln kann, dass man auch stärkende Unterstützung braucht. Man muss auch nicht alles alleine schaffen. Wenn wir jetzt hier von Jesus ausgehen, zum Beispiel, ne, dann hatte der 12 Gefährten, die ihm halfen, seine Mission umzusetzen. Und ja, es geht darum, jemanden zu finden, der ist wie du, der geht von Natur aus nicht über deine Grenze, ne? Sondern der hat eine gleiche Resonanz. Und hier darf man vielleicht auch damit rechnen, dass Menschen ins Leben kommen, die wir jetzt noch nicht kennen, ne? Und dass wir dann dieses Thema vielleicht auch mehr befreien können in uns. Gucken wir mal, was die Vögel hier noch sagen. Wir haben den Stieglitz. Nimm diesen Moment mit beiden Händen und setze dir erstaunliche Ziele. Behandle dich selbst mit Liebe. Das ist immer wieder verblüffend, wie das passt. Jeder Tag sollte mit Glück erfüllt sein. Das lassen wir mal so stehen. Nehmen wir die andere Seite. Spannend. Ich bin froh, dass ich mal diese Karten genommen habe. Dann gucken wir, was euch hier erwartet. Auch hier, ich lege sie jetzt wieder hin, ne? Ihr habt den Hüter des Herbstes mit dem Loslassen. Ihr habt visualisiere Erfolg, also sieh dich auch als Sieger oder sieh etwas Positives, Erfolgreiches.
ein positives Ergebnis von deinen Dingen. Ihr habt das Schicksal, die Neugier, die Wahrheit, die Situation wird sich verbessern, das spirituelle Gesetz der Anziehung, Kinder anleiten und hier unten habt ihr den Fuchs. Das passt sehr gut zum Thema Wahrheit. Da geht es darum, der Wahrheit in die Augen zu gucken. Es geht darum, in die richtige Richtung zu gehen, Selbstzweifel überwinden. Wenn das Schicksal kommt und uns Aufgaben gibt, das haben wir nicht in der Hand, es kommt von außen. Hier gibt es vielleicht eine Aufgabe, die man noch nicht so oft gemacht hat, die aber eine Verbesserung der Situation mitbringt und wo man einfach auch das Erfolgreichsein gegen die Zweifel setzt. Hier beim Hüter des Herbstes geht es schon darum, dass man viele Themen mit Loslassen auch bewerkstelligen kann. Zum Beispiel, gerade wenn das Schicksal dir in die Karten spielt und sagt, hier, damit hast du nicht gerechnet, ich liefere. Und man hat so dieses Gefühl, man hat die Kontrolle nicht und da steigt der Druck oder es gibt irgendwelche Ängste und Anspannungen. Kontrolle loslassen ist ja wohl das richtige Wort, aber das ist auch eine schwierige Sache. Das kann man, glaube ich, nur in Etappen lernen und auch immer wieder. Und es geht hier darum, nicht zu kämpfen oder sich so eine Einstellung hinzugeben, dass man alles unter dem Deckel hat, dass man alles zusammenhalten muss, sondern hier darf man sein Schwert niederlegen, ne? Abgeben nach oben. Auch hier wieder zu wissen, wenn mir was nicht mehr dienlich ist, dann darf es auch weggehen. Da entrümpelt man, macht Plätze frei und man ist von oben auch sehr beschützt und man zieht natürlich dann auch wieder das an, was in Resonanz mit einem ist. Ja, mit der Wahrheit geht es hier tatsächlich auch so ein bisschen drum, der Wahrheit ins Auge zu blicken. Der Intellekt, der Verstand, alles was Klarheit und Objektivität braucht und hier den Blick auch nicht so mit Zweifel verstellt. Und hier den Blick darauf lenken, auf das, was der Verstand eben in Wahrheit auch sagt und nicht in trüben Wässern rumfischen. Und hier bemerkt man vielleicht auch schon, dass irgendetwas nicht stimmig ist oder dass es schwierig ist, mit der eigenen Wahrheit umzugehen. Es geht einfach um das Thema auch Ehrlichkeit, ne? Zu sich selbst und zu den anderen. Was macht man zum Beispiel für Aussagen schon allein, wenn man mal gefragt wird, wie geht's dir und wie oft sagt man, mir geht's gut, ne? Einfach um das Gespräch nicht auf was zu lenken, was man jetzt gar nicht möchte, aber es ist einfach nicht die Wahrheit, wenn es einem nicht gut geht. Ja, hier darf man auch zum Beispiel die Finanzen genauer angucken, Sparmöglichkeiten suchen. Man darf sich eingestehen, wie viel Zentimeter die Taille misst. Also es geht einfach darum, genauer hinzugucken, anstatt die Dinge zu schön zu reden. Im Prinzip ist es hier auch so, ne? Es gibt so viel Äußeres, was auf einen einwirkt und hinter diesen, wo man nicht so hinguckt, ne, wo das Außen eben nichts verschönert oder verstellt, da liegt eben das, was wir deckeln. Ich habe immer das Gefühl, man deckelt hier sowas, damit man es ja nicht angucken muss. Aber im Prinzip weiß man, dass es nicht gut oder falsch ist, ne? Blick der Wahrheit ins Auge. Ihr habt hier noch Kinder anleiten. Mag vielleicht eine Aufgabe sein oder auch dieses Kinderdasein, neugierig wie ein Kind, hatten wir auf der anderen Seite auch. Und vielleicht hast du auch so einen besonderen Draht zu Kindern, wo du irgendetwas weitergeben kannst, was du ziemlich gut beherrschst.
Ihr habt den Hausrotschwanz. Leute, die haben Namen, die Vögel. Ich bringe dir Klarheit, intuitive Gabe und Heiterkeit. Wenn das Leben wieder einmal den Zweifel hereinspült, dann halte inne, berühre den Zweifel und dann gib dem Vertrauen Platz. Okay, ihr Lieben, ich wünsche euch einen wunderbaren Sonntag. Denkt heute Mittag an das Transformationsorakel, 15 Uhr. Ansonsten habt einen schönen Tag. Ich drücke euch bis morgen.